Vom 27. März bis 7. Mai gibt es in Gera wieder musikalische Highlights zu genießen. Die Gera Songtage umfassen ca. 20 Konzerte verschiedener talentierter Künstler aus dem In- und Ausland. Sie hatten ihre Feuertaufe 2008 und bestanden ihre Reifeprüfung ein Jahr später bei deren zweiten Auflage. Nun gilt es, die Gera Songtage in ihrem dritten Jahr endgültig als dauerhaftes Kulturereignis in Gera und Thüringen zu festigen. Es gibt im Prinzip in diesem Jahr Besonderheiten, neben natürlich einem großartigen Line-Up. Und das ist zum einen das Songtage Straßenfest, was dieses Jahr direkt am 27. von 11 bis 18 Uhr im Zentrum in Gera, im Steinweg, stattfinden wird. Was eine kostenlose Veranstaltung ist, wo Straßenmusiker im Prinzip so in ihrer Urform des Singer-Songwriter-Tums ihre Musik präsentieren werden, wo die Leute einfach quasi schnuppern können und erfahren können, was dann bis zum 7. Mai im Rahmen der Songtage passieren wird. Zum Zweiten als Besonderheit ist natürlich dann noch zu erwähnen, dass es dieses Jahr, was uns sehr am Herzen liegt, eine Songtage-Sprungbrett-Veranstaltung geben wird, die am 30.03. Im Bürgercafé im Steinweg stattfinden wird, bei der wir jetzt jedes Jahr einem jungen, talentierten, regionalen Musiker oder Musikerin die Chance geben wollen, vor einem Publikum und mit einer gewissen Resonanz natürlich auch von Seiten der Presse auftreten zu dürfen und ihre junge, frische Musik präsentieren zu können. Durch den gesunden Mix aus gestandenen und überregionalen Künstlern mit jungen, hoffnungsvollen Nachwuchsmusikern soll ein breites Interesse bei den Festivalbesuchern für alle dieser Künstler geschaffen werden. Mit dem Festival sollen weiterhin Anreize für vorhandenes Publikum geschaffen werden, in der Stadt zu verweilen und vor Ort Musik und Kunst zu konsumieren. Daher wird ein attraktives und facettenreiches Kulturangebot für verschiedene Geschmäcker und Altersgruppen angeboten. Wir wissen, in was für einer Region wir auch tätig sind, beziehungsweise wo wir uns befinden und natürlich auch unseren potenziellen Gästen dann auch einen relativ humanen Eintrittspreis zu gewährleisten. Das ist unser Ziel, also sprich, je mehr Sponsoren wir dann auch für die Songtage gewinnen können, umso mehr kommt es unseren Gästen dann auch entgegen und das ist natürlich dann das Schöne. Zum Auftakt der Songtage sowie an zwei weiteren ausgewählten Terminen präsentiert sich die Kampagne Klima sucht Schutz. Zusammen mit Veranstalter, Musikern und Gästen geht es an vermeidbare CO2-Kilos, von denen ein Großteil durch die Anfahrt zu den Konzerten entsteht. Im optimalen Fall kann die Hälfte des Treibhausgases vermieden werden. Unterm Strich wird das Festival am Ende berechnet, es wird der CO2-Ausstoß des Festivals berechnet und wir werden quasi uns mit einem Geldbetrag freikaufen sozusagen. Wir werden das Festival klimaneutralisieren, indem wir mit einer errechneten Summe, wie schon im letzten Jahr, ein Klimaschutzprojekt unterstützen werden. Die dritten Gera Songtage. Ein Festival zum Kennenlernen und Genießen.